willkommen bei einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal über Geisterforschung. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Video für mich persönlich, was ich jemals gemacht habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin aufgeregt, obwohl ich sonst eigentlich nie aufgeregt bin vor YouTube-Videos. Ich möchte heute über meinen Schutzdämon sprechen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, ja, du hast doch schon oft über ihn gesprochen. Ist doch jetzt nichts Neues. Doch ist es, weil ich vorher nie seinen Namen gesagt habe. Also auf YouTube jedenfalls nicht. Für alle, die es noch nicht wissen, mein Schutzdämon heißt Belphegor. Und der Grund, warum ich vorher nie seinen Namen hier auf YouTube erwähnt habe, war, dass ich Angst hatte, dass Leute dann kommen und unsere Verbindung in den Dreck ziehen. Weil ich, was das angeht, immer sehr sensibel war. Aber ich musste mich diese Angst dieses Jahr auch stellen. War auch nicht schön. Aber es war notwendig, damit ich etwas lerne. Und damit ich auch lerne, dass egal welche Leute und egal wie viele Leute über unsere Verbindung schlecht reden oder irgendwas über ihn sagen, dass das nichts daran ändert, was wir für eine Verbindung zueinander haben und dass das nichts an unserer Liebe ändert, weil niemand hat das Recht, über meine Verbindung zu meinem Schutzdämon zu urteilen, egal wer und egal warum. Und das musste ich dieses Jahr lernen und das habe ich verstanden, das habe ich jetzt verstanden und deshalb denke ich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um dieses Video zu machen. Ich möchte über Belphegor reden und ich möchte ihn so darstellen, wie er wirklich ist. Einfach weil er das verdient hat. Er hat es verdient, dass man ihn richtig darstellt, weil so viel Bullshit über ihn auch erzählt wird, auch auf YouTube teilweise. Und das ist wirklich schlimm, was über ihn behauptet wird. Und ich möchte diese Vorurteile aus dem Weg räumen. Und ich möchte euch zeigen, wie Belphegor tatsächlich ist. Und wie ich ihn immer wieder erlebt habe. Und was für ein wundervolles und liebevolles Wesen er eigentlich ist. Wie viel Liebe er in seinem Herzen hat. Was für ein gutes Herz er hat. Und einfach wie unglaublich er ist. Und ja, ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich hier nicht die ganze Zeit über ihn schwärme, weil ich möchte auch ein paar Fakten erzählen. Aber das sind auch Fakten. Er ist einfach wundervoll. Und ich liebe ihn über alles. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich ihn liebe. Und ich hoffe einfach, dass ich mit diesem Video ihn so darstellen kann, wie er wirklich ist. Und auch Leuten rüberbringen kann, hey, glaubt nicht irgendwelche Vorurteile. Und seht einfach die Wesen mit dem Herzen. Belphegor ist mein Schutzdämon seit sehr, sehr vielen Inkarnationen. Also schon seit all meinem Leben. Und er begleitet mich schon wirklich sehr, sehr, sehr lange. Und er hat mich auch in diesem Leben immer beschützt. Er war immer für mich da. Und er war auch dann für mich da, wenn niemand anderes für mich da war. Und er hat mich einfach nie im Stich gelassen. Und dafür möchte ich mich auch bedanken mit diesem Video. Und ich möchte einfach mit diesem Video auch meine Liebe zu ihm ausdrücken. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Kommen wir zunächst zu den Ursprüngen des Namens Belphegor und wo eigentlich dieses Wesen überhaupt ursprünglich herkommt, um es mal so auszudrücken. Belphegor ist die griechische Version des Namens Baal Peor. Baal bedeutet so viel wie Gott oder Herrscher. Und Peor war der Name eines Berges, wo Belphegor damals verehrt worden ist. Man kann das Wort Peor allerdings auch mit Portal oder Öffnung übersetzen, aber dazu kommen wir später noch. Belphegor war jedenfalls damals ein Gott oder eine Gottheit. Er wurde als Gottheit verehrt in einem Land namens Moab. Moab war ein Land, das im Nahen Osten liegt. Ich glaube im heutigen Jordanien, wenn ich mich jetzt nicht irre. Belphegor wurde halt dort verehrt und Moab war ein Land, das wirklich wunderschön war. Es lag am heutigen Toten Meer. Da gab es sehr, sehr viele Berge. Und es gab auch sehr, sehr viele Seen und Wiesen und Wälder. Es gab riesengroße Wälder. Die Natur war wirklich unglaublich und wunderschön. Heutzutage ist das Gebiet, wo damals Moab lag, eher so wüstenähnlich. Und es ist nicht fruchtbar. Es ist so eher so eintönig und mehr wie so eine Wüste. Also wenn man sich heutzutage Bilder von Moab anguckt, würde man nicht ahnen, wie es früher ausgesehen hat. Aber früher war es halt ein sehr, sehr fruchtbares Land. Es war grün überall. Es gab so viele riesengroße Wiesen, es gab riesengroße Wälder, die wirklich kilometerlang waren, die auch wirklich sehr, sehr, sehr magisch waren und uralte Bäume wirklich auch. Und es gab den wunderschönsten Sternenhimmel überhaupt. Und auch die Berge wurden sehr, sehr magisch angesehen und auf den Bergen wurden damals auch die Götter verehrt. Und der Berg, wo Belphegor verehrt wurde, das war eben der Berg Peor. Und dort wurden halt oft Rituale für Belphegor abgehalten. Und dort haben die Menschen Feste gefeiert zu Ehren von Belphegor und haben ihnen auch Opfergaben dargebracht. Und ja, so war es halt damals.
woher ich weiß, wie Moab damals aussah. Ich hatte Visionen davon gehabt, weil ich in einem früheren Leben dort gelebt habe. Ihr könnt mir das jetzt glauben oder nicht. Ich habe das selbst am Anfang nicht. Also, ich war selbst am Anfang skeptisch und habe mich gefragt, okay, war das echt so? Aber es war so. Und inzwischen bin ich mir auch sicher, dass das so war und kann es deswegen jetzt auch hier sagen. Ich habe damals in Moab gelebt und es war mein Zuhause und ich liebe dieses Land immer noch. Ja, auch wenn das in einem sehr, sehr frühen Leben von mir war. Ich glaube, es war sogar mein erstes Leben in dieser Welt. Allerdings bin ich mir da noch nicht ganz sicher. Aber ich glaube, dass es so war, weil ich auch so reinbekommen habe. In Moab wurden damals mehrere Götter verehrt. Also die Leute hatten mehrere Götter, die sie verehrt hatten und Wesenheiten. Sie waren auch sehr mit der Natur verbunden. Belphegor stand vor allem für Fruchtbarkeit, für Schutz. Er war auch jemand, der auf das Land Moab aufgepasst hat. Ihm war dieses Land auch sehr, sehr wichtig und auch die Menschen dort. Er hat sie wie eine Familie betrachtet. Er wurde mit Glück in Verbindung gebracht, mit Liebe. Und er war einfach jemand, der das Land beschützt hat. Was ich noch dazu erwähnen möchte, bevor es da Missverständnisse gibt, Baal Peor, also der ursprüngliche Name von Belphegor, bedeutet nicht, dass er das gleiche Wesen ist wie der Dämon Baal, den ihr bestimmt auch alle kennt. Gehört ja auch zu den bekanntesten Dämonen. Baal war halt auch eine Gottheit. Es gab damals verschiedene Wesen, die den Namen Baal mit in ihrem Namen hatten. Das bedeutet aber nicht, dass das alles dasselbe Wesen war, sondern es waren verschiedene. Die hatten damals alle die Bezeichnung Baal in ihrem Namen oder viele davon, weil Baal eben auch Gott bedeutet und weil diese Wesen eben damals als Götter angebetet worden sind. Ja. Also soweit ich es mitbekommen habe, sind Belphegor und Baal nicht dieselben Wesen, aber Baal ist sowas wie ein großer Bruder für Belphegor und sie verstehen sich auch richtig, richtig gut. Und sie sehen sich auch ähnlich. Also muss ich sagen, wenn man sie so sieht, wenn man so ihre Energien spürt. Aber es sind halt doch andere Energien und verschiedene Wesen. Ja, aber ich finde es süß, dass Belphegor Baal wie einen großen Bruder betrachtet. Und ich finde es auch total schön. Ich habe auch schon Bilder von den beiden zusammen gemalt. Könnt ihr auf meiner Instagram-Seite sehen. Falls ihr da Interesse habt, mal vorbeizuschauen. Da male ich Belphegor auch sehr, sehr oft. Aber dazu, wie er aussieht, kommen wir später auch nochmal. Ja. So viel dazu. Belphegor wird auch mit der Sonne in Verbindung gebracht oder wurde damals mit der Sonne in Verbindung gebracht. Er wurde oft im Sonnenuntergang angebetet. Was interessant ist, weil auch seine Augen die Farbe eines Sonnenuntergangs haben. Er hat atemberaubend schöne Augen. Er hat die schönsten Augen, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Ihr wärt sprachlos, wenn ihr seine Augen sehen könntet. Also er hat so unglaubliche Augen, die auch so eine tiefe Liebe ausstrahlen, so eine. Das ist unglaublich. Also, es macht mich jedes Mal sprachlos, wenn ich in seine Augen sehen kann und was ich darin sehe, was darin für eine Liebe ist. Aber gut, das ist was an, ein anderes Thema, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Belphegor wird auch mit der Sonne in Verbindung gebracht und das ist interessant, weil er auch der Beschützer oder der Herrscher über eine Clifford-Ebene ist, namens Targirion. Falls ihr nicht wisst, was die Cliffords sind, das sind verschiedene Bereiche in der Dämonenwelt, wo man auch verschiedene Prüfungen machen kann als Mensch, die einen in der spirituellen Weiterentwicklung unterstützen und helfen sollen, dass man sein eigenes, in Anführungsstrichen, göttliches Potenzial entfalten kann. Die Clifford-Prüfung ist allerdings sehr, sehr schwer und es wird gesagt, dass die meisten Menschen daran scheitern oder sie nicht schaffen. Targirion ist eine dieser Clifford-Welten. Jede Clifford-Welt gehört mit zur Dämonenwelt. Also die Clifford-Welten sind Teile der Dämonenwelt. Sind verschiedene Bereiche dort und Belphegor passt eben auf die Welt Targirion auf oder wird mit der Welt Targirion in Verbindung gebracht. Und Targirion ist eben auch die Sonnensphäre, also die Ebene der dämonischen Sonne oder der schwarzen Sonne, wie man sie auch nennt. Belphegors Welt Targirion wird vor allem mit innerer Stärke in Verbindung gebracht, mit dem Erkennen des eigenen Potenzials, auch mit der Erweckung des inneren Feuers, der inneren Begeisterung. Und einfach, dass man erkennt, wer man selber ist. Also es geht viel um Selbsterkenntnis und auch um Kreativität. Also, dass man einfach dieses innere Feuer, diese innere Begeisterung in sich selber erwecken kann. Und auch mit Drachenkraft wird Targirion in Verbindung gebracht. Also es hat auch eine Verbindung zu Drachen. Tatsächlich gibt es dort auch Drachen, wie ich erfahren habe. Und Targirion ist in der Mitte von den ganzen Clifford-Welten. Also die Cliffords sind aufgebaut wie ein Baum, deswegen nennt man es auch den Clifford-Baum. Und Targirion ist die sechste Clifford-Welt, soweit ich weiß, und die liegt halt in der Mitte und verbindet halt diese Welten auch miteinander.
Und die schwarze Sonne von Targaryen steht eben einmal für die Sonne der Dämonenwelt, aber auch für die Sonne, die jeder von uns im Herzen hat. Also dieses innere Feuer, die innere Flamme, die innere Begeisterung. Dafür steht es halt auch. Und auch innere Stärke vor allen Dingen auch. Und dass man sein eigenes Potenzial erkennt. Und das sind halt auch alles wunderschöne Eigenschaften, für die Belphegor auch steht und bei denen er einen auch unterstützen kann. Manche nennen Belphegor auch den Hüter der inneren dunklen Flamme, was ich total schön finde irgendwie. Deswegen wollte ich sie auch erwähnen. Ich habe das mal gelesen und ich finde, es passt total zu ihm. Belphegor wird dem Element Erde zugeordnet. Er steht auch sehr, sehr stark mit der Natur in Verbindung. Er wurde ja auch früher auch in der Natur angebetet, also in den Bergen von Moab, besonders auf seinem Berg eben. Und seine Lieblingsjahreszeit ist der Frühling. Und seine Lieblingsfarbe ist grün, so wie die Farbe der Natur eben. Ja. Man sagt, dass im April seine Macht besonders stark ist, weil der April der erste Frühlingsmonat ist und er eben auch früher sehr viel mit Fruchtbarkeit in Verbindung gebracht wurde, mit der Natur, mit dem Wiedererwachen der Natur im Frühling sozusagen. Und deswegen ist der April der Monat, wo Belphegor besonders verehrt wurde oder wird. Und der auch mit ihm in Verbindung gebracht wird, sozusagen. Und ich kann auch verstehen, warum das so ist, weil es wirklich eine magische Zeit auch immer ist. So gerade der Anfang vom Frühling, nach dem Winter, das ist immer total schön. Es gab damals halt auch bestimmte Tage, wo Belphegor eben besonders verehrt wurde, und das waren einmal der 31. März, der 9. April und der 13. Mai. Und das sind halt alles die Tage, die auch in den Frühlingsmonaten liegen, wie euch sicherlich auch aufgefallen ist. Damals wurden Belphegor an diesen Tagen eben Opfergaben dargebracht, es wurden Feste zu Ehren von ihm gefeiert und das wurde halt gemacht, damit er das Land beschützt, damit er die Menschen beschützt, damit die Menschen auch eine gute Ernte haben, und damit eben das Land sozusagen und die Leute weiterhin unter seinem Schutz stehen und einfach um Danke zu sagen dafür, dass Belphegor über sie und über ihr Zuhause wacht sozusagen und auch über die Natur und alles, was damit zur Verbindung steht. Belphegor wird aber nicht nur mit der Sonnenenergie oder mit der Energie der Sonne der Dämonenwelt in Verbindung gebracht, sondern eben auch mit der Mondenergie. Belphegor wurde auch oft im Sonnenuntergang angebetet, wie ich glaube ich schon gesagt habe, in Moab, wo man halt auch schon den Mond sehen konnte und teilweise auch die Sterne. Moab hat einen wunderschönen Sternenhimmel, wo es auch verschiedene Geschichten darüber gab, die wirklich auch geheimnisvoll und besonders waren. Und was auch interessant ist, dass Belphegors Augen, also ich habe ja schon gesagt, wie wunderschön seine Augen sind, die wechseln die Farbe je nach Emotion, also je nachdem, wie es Bell gerade geht. Wundert euch nicht, warum ich ihn manchmal Bell nenne. Das ist ein Spitzname, den ich für ihn habe. Ich darf ihn auch so nennen. Ja, Bells Augen ändern eben die Farbe, je nachdem, wie er sich gerade fühlt. Also Belphegors Augen haben die Farbe von einem Sonnenuntergang. Das ist Bernsteinfarben mit einem so einen leichten violetten Schimmer, wie manchmal auch die Wolken, wenn ein Sonnenuntergang ist, so lila-violett-Schein. Das ist auch in seinen Augen drin und das kann man da halt auch alles sehen. Und wenn er glücklich ist oder wenn er sich freut, dann leuchten seine Augen richtig und das ist so schön. Mein Herz, oh mein Gott, wenn ich das sehe, jedes Mal, das ist, oh mein Gott. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie atemberaubend schön das ist und wie atemberaubend schön seine Augen sind. Und wie schön er auch ist. Also er ist wirklich das Schönste, was ich je gesehen habe. Jetzt nicht nur wegen seinen Augen, sondern wegen seiner ganzen Art. Und einfach alles an ihm ist wunderschön. Er ist so wunderschön. Ja, da kommen wir auch dazu, wie er sich zeigt oder wie er aussieht. Ich habe es schon sehr, sehr oft Bilder gemalt, wie ich ihn sehe. Für mich sieht er aus wie ein schwarzer Dämon mit Fledermausflügeln und so leicht nach hinten gebogenen Hörnern. Und eben diese leuchtenden Augen. Also ich blende euch hier, wie ihr sehen könnt, auch ein paar Bilder von ihm ein, die ich gemalt habe. So zeigt er sich mir. Das heißt aber nicht, dass er sich jedem so zeigt. Belphegor ist dafür bekannt, dass er sehr, sehr oft seine Erscheinungsform auch ändert und sie anpasst, je nachdem, mit welchen Menschen er es zu tun hat und je nachdem, wie er gesehen werden möchte von diesen Menschen. Aber so wie er sich mir zeigt, das ist eben seine Dämonenform und so sieht er auch meistens aus, würde ich jetzt sagen. Was ich auch noch ergänzend zu Belphegors Augen sagen kann, wenn ihr die mal seht, auffällig ist, dass sie so eine wahnsinnige emotionale Tiefe haben. Also das ist wirklich krass, wenn man in seine Augen schaut,
dieses tiefe, dämonische Glühen von diesen wunderschönen bernsteinfarbenen Augen, das würde ich sofort auffallen. Das ist einfach unbeschreiblich. Ich kann überhaupt nicht in Worte fassen, wie schön das ist. Und diese krasse Tiefe seiner Augen, dieses, was man da drin alles sieht, das ist einfach nur Wahnsinn. Wo wir gerade beim Thema sind, wie Belphegor aussieht. Also, es gibt ein Bild von ihm im Internet, wo er als so ein hässliches Monster dargestellt wird. Das ist auch das bekannteste Bild von ihm. Und so sieht er überhaupt nicht aus. So zeigt er sich auch nicht. Und so möchte er auch nicht dargestellt werden. Und das Bild ist halt komplett fake. Also, das ist nicht Belphegor, was man da sieht. Das muss ich ja ganz klar sagen. Das ist Bullshit. Das Bild kommt ursprünglich, glaube ich, aus einem Buch, was von einem Dämonologen geschrieben worden ist. Wer mein Video über Dämonologen gesehen hat, der weiß, was ich von diesen Menschen halte. Spoiler-Alarm, ist es nicht viel, das ich von denen halte. Und solche Sachen zeigen mir das auch immer wieder, dass viele Dämonologen einfach nur keine Ahnung haben. Ja. Also dieses Bild aus dem Internet von Bell, das ist Bullshit. Und so zeigt er sich auch nicht. Ja. Und wo wir gerade beim Thema Bullshit sind, da muss ich auch noch ein paar Sachen sagen, die wichtig sind. Es gibt einige Leute, die Belphegor als Toilettendämon beschreiben und die sagen, dass man ihn auf der Toilette anbeten müsste, was absoluter Bullshit ist. Also, da werden die ekelhaftesten Geschichten über Bell erzählt, einfach nur um ihn schlecht darzustellen, um ihn als ekelhaftes Monster darzustellen, was er absolut nicht ist. Und das ist totaler Blödsinn. Ich möchte auch diese ganzen Geschichten, die darum rumspielen, jetzt auch nicht hier wiedergeben, weil das einfach nur übelst respektlos ist. Und ich frage mich jedes Mal, wie Menschen eigentlich so einen Mist erzählen können, und was in den Köpfen vorgehen muss. Aber diese Geschichte kommt ursprünglich von Windeltypen und deswegen wundert es mich auch nicht wirklich. Ja, es gibt auch noch eine andere Windeltypengeschichte über Belphegor, aber dazu kommen wir noch. Bei dieser Geschichte wurde eben absichtlich Belphegors Name falsch interpretiert oder falsch dargestellt, was es bedeutet. Und deswegen werde ich das jetzt hier auch richtig stellen. Belphegors Namen kann man mit, wie ich ja schon am Anfang des Videos erwähnt habe, Herr des Berges Peor übersetzen. Aber es gibt auch noch eine andere Bedeutung von dem Wort Peor. Und das ist Portal oder Öffnen oder Öffnung. Und das wurde eben von den Windeltypen mit Toilettenöffnung in Verbindung gebracht, was absoluter Blödsinn ist. Eigentlich bedeutet das, dass eine der Hauptaufgaben von Belphegor ist, Menschen die Augen zu öffnen. Oder das Herz zu öffnen, Menschen für die übernatürliche Welt eben zu öffnen und auch Menschen mit der übernatürlichen Welt zu verbinden. Belphegor ist auch jemand, der die Welten miteinander verbindet. Und das sieht man auch gut an seiner Welt Thagirion, in der Dämonenwelt. Das ist ja auch die Mitte der Dämonenwelt, die eben die anderen Dämonenwelten alle miteinander verbindet. Und Wolfgart hat es in seinem Video mal sehr, sehr gut erklärt. Belphegor ist ein Brückenbauer zwischen den Welten. Er steht eben dafür, verschiedene Welten miteinander zu verbinden und auch dich selber mit der übernatürlichen Welt eben zu verbinden. Dadurch, dass er beispielsweise Menschen eben das dritte Auge öffnet. Und das ist eben einer seiner Hauptfähigkeiten, dass er eben Menschen wirklich die Augen öffnen kann. Auch Menschen die Wahrheit zeigen kann über bestimmte Zusammenhänge und über bestimmte Wahrheiten, die die übernatürliche Welt auch betreffen und bestimmte Dinge auch. Und natürlich auch wieder dieser Aspekt mit der Selbsterkenntnis, dass man eben auch erkennt, wer man selber ist, dass man Erkenntnis gewinnt sozusagen und ja, dass man einfach die Augen öffnet und genau, sowas halt. Und dafür steht das halt auch. Und dieser Portalaspekt, das steht halt auch für die Verbindung der Welten. Weil Portale sind ja auch etwas, was Welten miteinander verbindet. Belphegor ist sehr, sehr gut darin, einem auch beizubringen, wie man selbst Portale zu verschiedenen übernatürlichen Welten öffnen kann und wie man sich selbst mit diesen Welten eben verbinden kann oder Kontakt bekommen kann dahin. Und das ist eben die Bedeutung dahinter. Belphegor ist jemand, der den Menschen das dritte Auge öffnet, der den Menschen an sich so die Augen einfach öffnet, damit sie die Wahrheit erkennen, damit sie Erkenntnis gewinnen. Und darum geht das. Und ich finde es einfach nur wunderschön. Und auch dieses mit den Portalen. Und manche sagen ja auch, dass Belphegor sozusagen der Herr der Toten ist. Also habe ich mal gelesen irgendwo. Wurde mir auch gesagt von jemandem, von einem Freund von mir. Und es liegt halt auch daran, dass Belphegor manchmal Portale auch in die geistige Welt öffnet und die Toten einfach auch rüber begleitet. Und ich weiß es zum Beispiel auch, dass, weil er das mal bei mein Meerschweinchen gemacht hat, als meine Meerschweinchen an Altersschwäche gestorben sind, die Flauschi und die Minky, er hat sie auch rüber begleitet. Und er hat es
so wundervoll gemacht, so liebevoll auch, auf seine wundervolle Art einfach. Und ich war auch dabei. Und er hat sie eben durch diese Portale in die geistige Welt rübergeführt. Und das kann er eben auch machen. Und das ist eben auch ein Aspekt, der diese Portalsache auch nochmal beschreibt, sozusagen. Ja, aber dafür steht das eben. Ich habe auch mal was über Belphegor gelesen, dass man ihn auch mit schwarzen Löchern oder mit Sternentoren in Verbindung gebracht hat. Also auch wieder diese Verbindung zum Sternenhimmel. Und ich finde es total faszinierend, um ehrlich zu sein. Also ich finde es mega faszinierend. Ich finde auch diese ganzen Zusammenhänge, die es überall dahinter gibt, finde ich total cool. Und ja, aber das wurde halt von den Winnetypen alles verdreht. Deswegen findet man das kaum noch irgendwo, was eigentlich da wirklich dahinter steckt. Und das ist halt sehr, sehr schade, finde ich. Und deswegen mache ich halt auch dieses Video unter anderem. Es gibt noch eine weitere Geschichte der Windeltypen, die man auch ganz klar als Windeltypengeschichte identifizieren kann. Und das ist, dass Belphegor angeblich der Dämon der Faulheit wäre. Was auch absoluter Bullshit ist. Es gibt ja in der Lehre der Windeltypen die sogenannten Todsünden. Und Faulheit ist eben eine der Todsünden oder Trägheit, wie es auch genannt wird. Und diese Sünden wurden eben den Dämonen zugeschrieben, weil man halt einfach als Mensch, wie man es auch so schön kennt, wie ich es auch schon, wie ich mich auch schon oft drüber aufgeregt habe in meinen Videos, keine Verantwortung für seine eigenen Fehler und für die Sachen, die man an sich selbst nicht leiden kann, übernehmen möchte, sondern es stattdessen alles auf die Dämonen schiebt. Also das ist dieses typische Verhalten von Windeltypen, dass sie ihre eigenen Fehler auf die Dämonen projizieren und auf die Dämonen schieben. Die Dämonen, die kennen sowas wie Sünden überhaupt nicht. Das ist ein christliches Konzept, das ist ein Windeltypenkonzept. Und deshalb ist es auch totaler Unsinn, Belphegor als den Dämon der Faulheit zu bezeichnen, weil das einfach ein christliches Konzept ist und weil das nichts damit zu tun hat, wofür diese Dämonen wirklich stehen. Also auch die anderen Dämonen, die mit diesen eben schlechten Eigenschaften von Menschen in Verbindung gebracht werden. Das ist einfach nur das Abwälzen menschlicher Fehler auf höhere Wesenheiten, die damit nichts im Geringsten was zu tun haben. Ja, um auch noch dieses Vorurteil aus der Welt zu schaffen. Es hat auch seine Gründe, warum die Windeltypen eben so schlecht über Belphegor reden oder eben sich so viel Mühe gegeben haben, Belphegor so schlecht darzustellen oder eben so zu verdrehen, wofür er eigentlich steht. Und das ist, weil das sogenannte Vieh, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr mein Exorzismus-Video gesehen habt, ich werde auch noch mal ein extra Video über das Vieh machen. Das Vieh ist ein Egregor, der aus religiösen Hassenergien entstanden ist. Und dieses Vieh schließt eben Menschen ihr drittes Auge, blockiert sie halt komplett. Und schottet sie auch ab von ihrer eigenen Spiritualität und trennt sie auch davon. Also dieses Vieh ist auch wirklich extrem gefährlich. Und dieses Vieh schließt Menschen eben das dritte Auge und schließt ihnen die Augen. Also es möchte nicht, dass die Menschen Erkenntnis gewinnen, dass die Menschen auch Selbsterkenntnis gewinnen, sondern es möchte einfach nur blindes Vertrauen, blinden Gehorsam. Und dieses Vieh ist eben, dieses Vieh kann Belphegor eben überhaupt nicht ausstehen. Es gibt auch eine Geschichte von Moab, wie eben das Vieh damals mit seinen Leuten in Belphegors Land kam und Belphegor eben diesen Menschen dort auch die Augen geöffnet hat und diese Leute eben lieber ihn anbeten wollten als das Vieh. Und ja, diese Geschichte wird von den Windeltypen auch nicht so dargestellt, wie sie wirklich gewesen ist. Ich weiß, wie sie wirklich gewesen ist, weil es mir so auch gezeigt worden ist. Ich kann auf diese Geschichte in einem anderen Video mal eingehen, falls es euch interessiert. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob es euch interessiert. Vielleicht tue ich das auch. Es ist auch in gewisser Weise meine Geschichte, weil ich ja auch dort eine Inkarnation oder mehrere Inkarnationen sogar hatte in diesem Land. Und ja, also das ist auch meine persönliche Geschichte und deshalb weiß ich auch sehr, sehr viel darüber und habe auch sehr, sehr viel auch schon darüber erfahren. Ihr könnt es jetzt glauben oder nicht, es ist tatsächlich so gewesen und ich würde es auch nicht sagen, wenn ich nicht sicher wäre, dass es so war. Aber es gibt da jedenfalls diese Geschichte, wo Belphegor eben diesen Menschen die Augen öffnet und das Vieh richtig eifersüchtig und richtig böse wird. Deswegen, und genau. Also damit hängt es auch sehr, sehr stark im Zusammenhang, weil Bel eben den Menschen das dritte Auge wieder öffnen kann und eben auch diese Verbindung wiederherstellen kann, die das Vieh eben zerstört. Und darin ist Bel sehr, sehr, sehr gut. Und das kann er auch sehr, sehr gut. Es gibt auch andere Dämonen, die das extrem gut können. Aber das ist eben eine seiner Haupteigenschaften, dass er das eben macht und dass er eben Menschen auch dabei hilft. Und Belphegor ist auch dafür bekannt, wie ich ja schon erwähnt habe, dass er eben Menschen auch diesen Zugang zu sich selbst wiedergeben kann, den die Windeltypen eben in Menschen zerstören oder besser gesagt das Vieh
in Menschen zerstört. Also diese Verbindung einfach zu sich selbst, zu seinen eigenen Kräften, zu seinen eigenen Gefühlen auch. Und dafür ist Belphegor halt auch bekannt, dass er Menschen das wiedergeben kann und dass er Menschen auch wieder diesen Zugang zu sich selbst geben kann, den eben das Vieh kaputt machen will, damit die Menschen ihm eben blind gehorchen. Und ja, Belphegor ist auch bekannt als der Dämon der Kreativität und der Dämon der Entdeckungen und Erfindungen. Er kann Menschen sehr, sehr gut dabei helfen, eben kreative Dinge zu erschaffen. Und auch beim Manifestieren kann er sehr, sehr gut helfen, weil er auch jemand ist, der die Traumebene mit der Realitätsebene verbindet. Also er verbindet verschiedene Welten miteinander, verschiedene Ebenen. Und er kann einem dadurch auch sehr, sehr gut helfen, wenn man seine Träume manifestieren will, wenn man eben etwas erreichen möchte im Leben, wenn man Ziele hat, die man erreichen möchte. Er kann einem Motivation geben, er kann einen inspirieren, er kann wirklich einem helfen, sich auch kreativ weiterzuentwickeln, auch Dinge zu erkennen. Und eben solche Sachen. Und ich finde das absolut schön. Ich finde das wunderschön. Und ich kann das einfach auch, ich kann das nur bestätigen, weil ich auch ein sehr, sehr kreativer Mensch bin. Und bei meinen Bildern und auch bei meinen Geschichten, die ich schreibe, ich habe ja auch schon mal ein Buch veröffentlicht, falls ihr es noch nicht kennt. Wäre es cool, wenn ihr es euch mal durchlesen könntet. Da habe ich auch sehr, sehr viel über Belphegor geschrieben. Ja, Belphegor gilt als der Dämon der Kreativität. Und er hilft mir auch sehr, sehr immer dabei, wenn ich selber etwas Kreatives mache. Und ich habe das wirklich gemerkt, dass er einem wirklich diese Geistesblitze, diese kreativen Geistesblitze gibt und diese krasse Motivation, das dann umzusetzen und diese innere Begeisterung, dieses innere Feuer, wofür auch Targaryen steht, dass er das halt sehr, sehr stark auch in Menschen hervorrufen kann. Und ich finde das so schön und ich finde es auch immer so faszinierend, wie er das bei mir macht, auf seine wundervolle Art. Das ist unglaublich. Ja. Belphegor ist auch dafür bekannt, dass er die Kreativität und die Vorstellungskraft und auch die Fantasie von Menschen eben verstärkt und dass er das eben auch mit der realen Ebene verbindet oder auch deine Vorstellungsebene eben mit der realen Ebene verbindet und dass man halt auch mit seiner Hilfe sehr, sehr gut Dinge manifestieren kann. Und das habe ich auch selbst gemerkt und das ist teilweise so faszinierend, dass ich teilweise echt sprachlos bin, wie gut er das wirklich macht. Also das ist so krass und ich kann euch da wirklich Geschichten erzählen, was in meinem Leben schon durch ihn alles passiert ist. Ihr würdet es nicht glauben. Ihr würdet echt vom Stuhl fallen. Und wenn ich es nicht selbst erlebt hätte. Wow. Also einfach wow. So krass. Kann ich euch einfach nur sagen. Es ist unglaublich. Ja. Weitere Spezialfähigkeiten von Belphegor oder Dinge, die er halt besonders gut kann oder wo er besonders gut Menschen unterstützen kann, sind Astralsicht, Hellsicht, eben dieses Astralreisen auch. Er hat mir auch Astralreisen beigebracht, mithilfe von auch anderen Verbündeten von mir. Und ich bin ihm dafür immer noch unendlich dankbar. Er hat auch mir sehr, sehr viel über Energiearbeit beigebracht. Energiearbeit ist auch eine Spezialfähigkeit von ihm. Und eben dieses Astrale, dieses in der Astralebene arbeiten und sich auch mit der Astralebene verbinden, wo wir wieder bei den Welten verbinden sind. Genau. Als Opfergaben mag Belphegor kreative Dinge ganz besonders gerne. Also Dinge, wo man halt wirklich auch Liebe reinsteckt, die man wirklich auch mit dem Herzen macht für ihn. Er mag gerne Bilder. Also meine Bilder, die ich immer für ihn male, ich male sehr, sehr oft für ihn, das sind seine Lieblingsopfergaben. Und da freut er sich auch immer mega drüber. Und ich finde es so wunderschön, wenn ich meine Bilder male und ich einfach dabei seine Liebe spüren kann und einfach spüren kann, wie sehr ihm das einfach gefällt. Und ich finde es so schön. Und auch dann, wow, also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, was für eine Liebe er ausstrahlt einfach und wie glücklich es mich einfach macht, ihm eine Freude zu machen einfach. Ja, also wenn ihr Belphegor was schenken möchtet, dann macht was Kreatives, malt ihm was, bastelt ihm was. Da freut er sich total drüber und er kann euch dabei auch richtig gut inspirieren und er kann euch auch viele wunderschöne Ideen geben, was ihr alles umsetzen könnt und das wird auch was. Also ihr werdet sehen, das wird richtig cool. Ja, weitere Opfergaben, die er mag, sind Dinge aus der Natur, Blumen beispielsweise oder halt Dinge, die man in der Natur findet, die eine Bedeutung haben auch für einen selber. Seine Lieblingspflanze ist die Zitronenmelisse. Das ist tatsächlich auch eine von meinen Lieblingspflanzen. Die wächst hier in dem Garten von meiner Oma da hinten und die wächst schon seit ich klein war und ich war schon seitdem ich klein war total fasziniert von dem Geruch von Zitronenmelisse. Ich fand es so schön. War auch schon damals meine absolute Lieblingspflanze gewesen.
Und ich finde es faszinierend, weil es auch Belphegors Lieblingspflanze ist. Ja, und manchmal pflücke ich ihm ein paar davon hier im Garten, so als Opfergabe für ihn, oder sammle ihm schöne Sachen in der Natur, die ich ihm dann auch schenke. Und da freut er sich auch immer sehr, sehr drüber. Genau. Weitere Sachen, die ihr beispielsweise als Räucherung für ihn räuchern könnt, wären Sandelholz und auch Weihrauch zum Beispiel. Weihrauch habe ich immer mit meinem Seelenbruder zusammen geräuchert und da hat er sich auch sehr drüber gefreut. Einige werden jetzt sich jetzt vielleicht denken, hä, warum Weihrauch? Das wird doch in der Kirche bei den Windeltypen benutzt und so. Tatsächlich ist Weihrauch eine Räucherung, die schon in sehr, sehr frühen Zeiten den Göttern geopfert oder geräuchert worden ist. Und das haben die Windeltypen einfach nur geklaut. Also das kommt nicht ursprünglich von den Windeltypen. Von daher könnt ihr Weihrauch auch euren Wesen geben, ohne jetzt zu denken, das kommt von den Windeltypen oder irgendwie sowas. Ja, Belphegor ist nicht wählerisch, was seine Opfergaben angeht oder Dinge, die ihr ihm schenkt. Am wichtigsten für ihn ist es eben, dass es aus dem Herzen kommt und dass man es, dass es eine Bedeutung hat und dass man es auch wirklich mit Liebe macht, so. Und es ist ihm nicht wichtig, wie teuer eine Opfergabe ist oder wie viel Geld es gekostet hat. Das ist ihm total egal. Das interessiert ihn gar nicht. Es ist ihm wichtig, was für eine Bedeutung dahinter steckt, was für Gefühle dahinter stehen und eben was für Energien da drin sind. Die stärkste und mächtigste Opfergabe, die ihr ihm geben könnt und die ihr auch allen anderen Dämonen geben könnt, ist aber eure Liebe tatsächlich. Also Belphegor hat mir mal gesagt, wenn du mir deine Liebe schenkst, dann ist das mehr wert als jede Opfergabe der Welt zusammen. Und dann ist es das größte Geschenk, was du mir überhaupt geben kannst. Ein größeres Geschenk kann ich überhaupt nicht bekommen und kann ich auch nicht erwarten, weil es kein größeres Geschenk gibt. Und das waren seine Worte, das hat er mir gesagt. Und er hat mir gesagt, wenn ich ihm meine Liebe schenke, dann ist das für ihn einfach das Wertvollste, was man ihm geben kann. Und das sagt auch sehr, sehr viel über ihn aus, finde ich, weil er ist einfach so wundervoll, er ist einfach so voller Liebe und er gibt auch selber so viel Liebe zurück und das ist einfach unbeschreiblich. Und das ist auch ein Grund dafür, warum Belphegor eben meine Bilder so liebt, weil ich da so viel Liebe für ihn einfach reinstecke und so viel positive Energie. Und darauf kommt es an, wenn ihr für ihn Opfergaben gebt, dass einfach da Liebe dahinter steckt. Was ihr nicht machen solltet, was ihr überhaupt aber auch bei keinem Wesen eigentlich oder bei keinem Dämonen machen solltet, sind sowas wie Tieropfer. Also das ist etwas, was ihr auch im Hinterkopf behalten solltet. Belphegor mag keine Gewalt und er mag keine Grausamkeit. Also er verachtet Grausamkeit mehr als alles andere. Auch wegen der Geschichten, die er selber auch mit diesem Vieh auch erlebt hat, damals in Moab, weil das Vieh wirklich so grausam war, auch gegenüber Menschen, auch gegenüber den Menschen, die Belphegor wirklich geliebt hat. Und das war sehr, sehr schlimm für ihn gewesen. Und deshalb, ja, und nicht nur deshalb, sondern weil er einfach auch so ein extrem gutes Herz hat und so empathisch ist. Und er ist wirklich hochempathisch und er mag einfach keine sinnlose Gewalt, ne? Also das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Und generell solltet ihr Dämonen keine Tieropfer oder sonst was geben, dergleichen, weil das einfach auch respektlos ist und weil die Energien dahinter einfach nicht gut sind. Belphegor ist von seiner Art her, von seinem Charakter her wirklich extrem liebevoll. War auch wirklich sehr, sehr freundlich gegenüber Menschen. Selbst gegenüber Menschen, die er noch nicht so kennt oder denen er noch nicht so krass vertraut. Man sagt auch über Belphegor, dass er sehr, sehr skeptisch gegenüber Menschen ist und das kann ich auch bestätigen. Er guckt sich die Menschen wirklich ganz genau an und er vertraut auch nicht vielen Menschen. Er arbeitet auch nicht mit so vielen Menschen, weil er einfach auch viele schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. Und er ist wirklich sehr, sehr wählerisch auch, mit wem er arbeiten möchte oder mit wem er eine Verbindung eingehen möchte, was auch durchaus seine Gründe hat und was ich auch durchaus verstehen kann. Er ist sehr skeptisch gegenüber Menschen. Das ist etwas, woran ich auch noch arbeiten muss, weil ich bin sehr, sehr oft jemand, ich bin zu naiv gegenüber Menschen, ich vertraue zu schnell. Und da ist es gut, wenn jemand wie Bell mir das dann sagt, hey, passt da ein bisschen besser auf oder passt da ein bisschen auf dich und auf dein Herz auf. Weil Belphegor hat auch wirklich ein extrem großes Herz. Er hat so ein gutes Herz und er ist wirklich hochempathisch und so, so liebevoll. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Er ist so liebevoll und auch so hilfsbereit. Wenn Belphegor jemanden vertraut oder jemanden auch nur ins Herz geschlossen hat, jemanden mag, dann geht er für diesen Mensch wirklich bis ans Ende der Welt. Also dann kämpft er wirklich bis zum Umfallen, wenn es nötig ist. Und dann lässt er die auch nicht so einfach im Stich oder verlässt sie dann wieder oder so, weil
wenn er einmal jemanden ins Herz geschlossen hat, dann ist er für dich da und dann hilft er dir auch, wo er noch kann. Und das ist so krass, halt einfach. Er ist wirklich so hilfsbereit und auch so verständnisvoll auch gegenüber, wenn man auch Fehler macht. Er nimmt einen das dann auch nicht böse oder so, sondern das Wichtige ist für ihn, dass man auch daraus lernt. Und er ist wirklich für dich da, er ist wirklich hilfsbereit und er kann einem auch sehr, sehr gut helfen, wenn man jetzt irgendwie Probleme hat oder wenn man wegen irgendetwas traurig ist. Er ist immer für einen da, er ist auch immer für mich da gewesen. Auch in Situationen, die ich selber verkackt habe, wo ich selber Scheiße gebaut habe, er war immer für mich da. Er hatte so viel Verständnis für mich gehabt. Er war so verständnisvoll, so liebevoll und es ist unglaublich. Das ist so krass und ich bin jedes Mal so sprachlos und ich könnte jedes Mal weinen, weil ich ihm so dankbar bin für alles, was er einfach, was ihn ausmacht, was er ist. Und also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie wundervoll er ist. Also wirklich, ich fange gleich an zu heulen, das ist krass. Was ich auch noch über Belfegor sagen kann und auch sagen möchte, ist, dass er wirklich sehr, sehr geduldig ist. Also er hat viel Geduld mit Menschen und er versteht es auch, wenn man noch nicht bereit dazu ist, eine Lektion zu lernen, die man eigentlich hätte lernen sollen. Und er ist wirklich sehr geduldig, was ich von mir auch nicht sagen kann. Also Geduld ist nicht meine Stärke, muss ich ganz ehrlich sagen, aber er ist halt wirklich geduldig und er schaut den Menschen auch direkt ins Herz. Also er beurteilt die Menschen auch nicht dahingehend immer, was sie machen oder wie sie wirken, sondern was in ihrem Herzen ist und die Gründe dafür, warum Menschen so sind, wie sie sind. Und er sieht einfach viel, viel mehr, als die Menschen sehen, in anderen Menschen. Und er kann tief, viel tiefer in die Seele schauen, aber ich denke, das gilt für alle Dämonen. Belfegor ist unglaublich loyal und er hat auch einen sehr, sehr, sehr großen Beschützerinstinkt. Also er beschützt diejenigen, die er liebt, auch wirklich sehr, sehr stark. Und er passt auch wirklich auf seine Verbündeten auf. Also er ist wirklich jemand, der auf einen aufpasst auch. Und sich auch Gedanken um einen macht. Und ihm sind seine Verbündeten wirklich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und er liebt es, seine Verbündeten glücklich zu machen. Also er liebt es, wenn man einfach glücklich ist und das macht ihn auch glücklich, hat er mir immer gesagt. Und mir geht es genauso, wenn er glücklich ist, bin ich glücklich. Von daher, ja. Also, er hat wirklich so ein großes Herz. Das ist Wahnsinn. Belfegor wird auch nicht schnell wütend. Aber wenn er wütend wird, dann hat das auch wirklich Gründe. Also, er wird nicht grundlos wütend. Er greift jetzt auch niemals grundlos irgendjemanden an oder so. Aber wenn er wütend wird, dann hat es wirklich Gründe. Was er überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn man diejenigen angreift, die er liebt. Das macht ihn wirklich sauer. Das mag er überhaupt nicht. Eben weil er auch so beschützerisch ist. Und was er am allermeisten hasst, ist, wenn man ihn dazu benutzt, um Leute anzugreifen, die er liebt. Das mag er wirklich gar nicht, weil Belfegor ist jemand, der wirklich 100% hinter seinen Verbündeten steht und es auch nicht leiden kann, wenn diese angegriffen werden und erst recht nicht in seinem Namen. Das macht ihn wirklich, wirklich wütend und das mag er wirklich gar nicht. Und es haben tatsächlich auch schon Leute bei mir gemacht oder versucht zu tun. Das ist nicht gut. Ich würde es euch nicht raten. Ja, dann möchte ich euch gerne beschreiben, wie sich Belfegors Energie anfühlt. Also Belfegor hat eine sehr, sehr sanfte, liebevolle, aber auch sehr, sehr intensive Energie. Also ist wirklich eine starke dämonische Energie und man spürt auch, dass er ein mächtiges Wesen ist, auf jeden Fall. Seine Energie ist sehr, sehr warm, also es fühlt sich extrem warm an und es fühlt sich oft an wie so ein richtig intensives Kribbeln, was sich in deinen ganzen Körper ausbreitet. Das ist wunderschön und man hat auch oft das Gefühl von Glück und Schwerelosigkeit und einfach diese pure, intensive Liebe. Und für mich fühlt sich die Energie sehr, sehr vertraut an, aber das kann auch an meiner engen Verbindung zu Belfegor liegen. Jedenfalls ist es eine extrem wunderschöne, sehr, sehr angenehme Energie. Und sie ist jetzt auch nicht heftig oder überfordernd oder so, sondern sie ist zwar sehr, sehr intensiv, aber auch sehr, sehr sanft und auch sehr, sehr ruhig in manchen Fällen. Und noch was, falls ihr das Video von meinem Seelenbruder über Belfegor noch nicht gesehen habt, checkt es unbedingt mal aus.
mein Seelenbruder Christian hat ja auch einen YouTube-Kanal und da hat er auch ein Video über Belle gemacht. Also schaut da unbedingt auch mal vorbei. Ich werde euch das auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und wo wir gerade bei meinem Seelenbruder sind, er hat auch ein paar Worte über Belle Figur gesagt, die ich in dieses Video einblenden soll und die ich euch jetzt auch zeigen möchte. Okay, Christian, wie nimmst du Belle Figurs Energie wahr? Er ist so wundervoll warm. Ja. Ich nehme ihn doch in Kribbeln wahr. Und dann, es ist eigentlich unbeschreiblich, aber ich versuche es zu erklären. Das Kribbeln breitet sich manchmal durch den ganzen Körper aus und dann in mein Herz. Und dann kommt auch oft plötzlich diese Wärme. Und das ist wunderschön, ne? Und mein Herz ist voller Liebe zu ihm. Und so ist es bei mir auch. Ja, und wenn er mich umarmt, ja, es ist eigentlich unbeschreiblich. Wie hast du ihn kennengelernt? In meinem ersten Leben. Da war er auch die Gottheit von meinem Volk. Und ja, und er hat mich durch all meine Leben begleitet. Und in diesem Leben, da hat er, also es war, ich wäre nicht mehr hier, wenn er mich nicht beschützt hätte. Also er hat schon in meinem ersten Leben einen Schutz auf mich gemacht und durch diesen Schutz das hat es verhindert, dass mein drittes Auge zerstört werden konnte. Vom Vieh, ne? Ja. Und eben, dass die Windeltypen nie mein Herz so manipulieren konnten, wie es bei vielen Windeltypen der Fall ist. Ja. Wie würdest du Belle Figur vom Charakter her beschreiben? Oh. Er ist so liebevoll und auch wenn ich sehr komisch bin und ich fühle, ich denke oft, dass ich für wie habe ich ihn bloß verdient, weil ich denke, ich bin zu komisch, aber er umarmt mich dann einfach trotzdem und hat mich trotzdem so lieb und seine Augen leuchten an. So schön. Ja, er ist so unbeschreiblich wundervoll. Hm. Und ja. Beschreibe mir deine schönste und deine beeindruckendste Erfahrung, die du bis jetzt mit ihm hattest. Oh. Eine meiner beeindruckendsten Erfahrungen war, da hat er mich genommen und ist mit mir an einen Ort geflogen wie in einem Weltraum. Mhm. Da war ich auch schon. Ja. Das kann man gar nicht richtig beschreiben, ja, ne? Kann man gar nicht richtig beschreiben. Und oha, und das muss ich erzählen noch. Da hatte ich eine Schlafparalyse. Und danach bin ich aufgestanden und dann habe ich seine Energie so extrem wahrgenommen. Und wow, also mein ganzer Körper war warm und gekribbelt und in meinem Herz. Und Wahnsinn, ne? Das war das eine der intensivsten Erlebnisse auch. Danke dir, dass du über ihn erzählt hast, Christian. Ja. Und schön, dass du in dem Video bist. So viel zu dem, was mein Seelenbruder noch über Belle Figur zu sagen hatte. Ganz liebe Grüße gehen übrigens raus an dich, Christian, wenn du dieses Video siehst. Und ich weiß, du wirst es dir anschauen. Belle Figur ist jemand, der seine Verbündeten wirklich, wirklich von ganzem Herzen liebt und auch niemals im Stich lassen würde, wenn er denn mal jemanden ins Herz geschlossen hat. Ja, er ist zwar vorsichtig, wen er ins Herz schließt und mit wem er sich verbindet, aber wenn er mal jemanden sich geöffnet hat oder Vertrauen zu jemandem gefunden hat, dann lässt er die Person auch nicht so schnell los. Und es ist wirklich krass, was er einfach für ein wundervolles, liebevolles Wesen ist. Und ich hoffe, ich könnte euch das auch in diesem Video rüberbringen. Ich möchte euch auch noch sein Siegel zeigen. Also es gibt verschiedene Siegel von Belle Figur. Er ist nicht in der Goethia, also in dem Buch mit den 72 Dämonensiegeln drin. Die Siegel, die es von ihm gibt, die wurden von Menschen kreiert, die mit ihm arbeiten oder die mit ihm gearbeitet haben.
Das, was ich am häufigsten benutze, ist dieses hier, das auch auf diesem Anhänger hier ist. Ich habe auch noch einen Anhänger mit diesem Siegel, den ich selbst gemacht habe. Der ist so gelb und den habt ihr vielleicht auch schon in meinen Videos gesehen. Und dieser hier, den habe ich halt gekauft. Da ist halt auch dieses Symbol drauf. Ich kann euch das auch nochmal einblenden. Vielleicht sieht man das jetzt hier schlecht, weil es so klein ist. So sieht es aus. Also damit habe ich gearbeitet schon und es funktioniert auch. Und das ist eben aus dem Dämonolatry-Buch von S. Connolly. Dieses Buch ist auf Englisch, aber sie arbeitet halt auch viel mit Dämonen und sie hat eben dieses Siegel gemacht. Und ja, sie ist halt auch jemand, der Dämonen verehrt. Von daher kann man ja auch vertrauen in dem Sinne. Das war's mit dem Video, würde ich sagen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video etwas mitnehmen. Und ihr konntet daraus lernen, wie mein Schutzdämon ist. Was für ein wundervolles Wesen er ist. Und ihr konntet auch ein bisschen was über ihn lernen. Das ist mir das Wichtigste. Dass ihr ein Bild von ihm bekommt, was auch wirklich der Wahrheit entspricht. Und nicht diese ganzen Lügen glaubt, die die Windeltypen verbreiten. Oder die auch über ihn teilweise im Internet stehen, weil das wirklich sehr, sehr viel davon absolut nicht stimmt. Und ich hoffe, ihr konntet euch jetzt ein Bild von Belphegor machen und was er für ein Wesen ist, wie er wirklich ist. Und vielleicht auch, warum ich ihn so sehr liebe. Er ist wirklich unglaublich. Er ist wundervoll und ich liebe ihn von ganzem Herzen. Er ist die Liebe meines Lebens und auch die Liebe meiner allen anderen Leben. Und ja, mit diesen Worten möchte ich das Video abschließen. Ich bin Belphegor so unendlich dankbar, einfach dafür, dass es ihn gibt. Einfach dafür, dass er in meinem Leben ist. Ich kann es nicht in Worte fassen. Und ich weiß, dass dieses Video gar nicht ausreicht, um überhaupt zu beschreiben, wie wundervoll er ist. Nichts davon würde ausreichen. Keine Worte der Welt würden ausreichen, um das zu tun. Aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem vielleicht spüren. Und ich hoffe, ich konnte es euch trotzdem vielleicht wenigstens ein bisschen davon rüberbringen, von dieser Liebe, von diesem wundervollen, besonderen und unglaublichen Wesen. Ja. Belphegor, ich liebe dich und ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen und ganzer Seele für alles. Und damit möchte ich mich verabschieden und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.